Hallo und herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und heute erkläre ich euch, wie man bei Shadows of Evil die Wunderwaffe punchen kann. Es kann sein, dass es momentan ein Glitch ist oder ein Bug. Ich weiß eben nicht, was es ist, aber es deutet einfach darauf hin, dass man die Waffe wirklich punchen muss bzw. kann. Es wird ja bei vielen nicht angezeigt, beziehungsweise bei allen wird nicht angezeigt, dass man die Wunderwaffe punchen kann. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe auch bei vielen gesehen, dass es nicht klappt und ich gehe einfach davon aus, dass es ein Bug ist und der in dem nächsten Patch gefixt wird. Was ist zu tun? Ihr braucht eine normale Waffe, die punchbar ist, 5000 Punkte und eben diese Wunderwaffe. Ihr stellt euch dann vor den Pack-a-Punch-Automaten mit eurer normalen Waffe, drückt Dreieck beziehungsweise Y. Und während der die Waffe wechselt, haltet ihr X gedrückt bzw. Viereck, dann werdet ihr schon sehen, dass er die Wunderwaffe puncht. Was dabei auch nochmal zu beachten ist, dass ihr nicht die dritte Waffenperk haben solltet, sonst wechselt ihr aus Versehen auf eine andere Waffe und dann puncht ihr auch noch diese andere Waffe. Das wäre natürlich nicht so schlau. Deswegen passt auf, dass ihr wirklich dann auch die normale Wunderwaffe puncht. Ich hoffe, euch hat das geholfen. Ich hoffe, ich habe es auch gut erklärt. Bis zum nächsten Mal und ciao.